können wir hier kuscheln unter der Decke. Wir haben uns 1955 in Italien, Bolzano, kennengelernt. Mein Mann war damals ein Polizist, ist immer um das Denkmal, was dort von den Italienern ist, rumgewandert. Und ich war damals 17 Jahre, habe mich auf das Denkmal gesetzt und er ist vorbeigekommen, hat gesagt, hier dürfen Sie nicht sitzen, allerdings in Italienisch und Deutsch gebrochen. Und einer von unseren Mitreisenden hat dann ein Bild machen sollen, weil die Polizisten waren ja alle schöne Männer dort. Und da hat er gesagt, komm her, die Italiener winken so. Da bin ich hingekommen und dann hat er gesagt, wie heißt du und wie alt bist du und so. Sie war blond und die Verein Sizilianer, blond ist immer was interessant und wo die Liebe hingeht. Und dann hat er in mein Buch seine Adresse reingeschrieben, via Marconi Trenta Tre. Die Karte hast du doch geschrieben mit, ich liebe du. Ja, ich liebe dich. Die haben wir noch. Die ist in der Küche eingerahmt. Die ist immer noch da. Wir haben allerdings jeder so ein Packen an Post. Ich habe nur in Italienisch geschrieben. Ja, und ich konnte kein Deutsch. Ich konnte ein bisschen, aber gebrochen Deutsch. Und ich habe in Mölln. Und hatte unser Pastor in Mölln, der konnte 11 Sprachen. Der hat meine Liebesbriefe immer übersetzt. Und dann habe ich gesagt, da kann ich nicht schreiben, was ich denke. Weil ein Priester dabei war. Ich habe mich 2 Jahre später mich entlassen lassen von der Polizei. Und dann bin ich nach Deutschland und habe meinen Beruf wieder geübt als Buchdrucker. Wir konnten ja erstmal nur wenig sprechen, aber bei der Liebe braucht man gar keine Sprache. Was sagen die heute? Das kribbelt im Bauch. Das kribbelte nur. Die Liebe hält, glaube ich, ewig an. Und man sagt ja auch, in Italienisch heißt das infinitamente, unendlich ist diese Liebe. Oh, ja, oh, Barsche, hat sie gesagt.